Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo und herzlich willkommen hier von uns aus dem Trading Card Superstore in Reken. Wir spielen heute wieder einmal Commander, diesmal in der Pre-Constructed-Variante und haben uns heute für das erste Spiel überlegt, dass es uns zurückführt nach Mittelerde. Also wir werden die Decks aus dem letzten Jahr, glaube ich, spielen, die Herr-der-Ringe-Decks. Jeder hat sich eins ausgesucht und ja, wir hoffen, dass es euch Spaß machen wird, hier zuzuschauen. Wenn ihr sagt, es macht euch so viel Spaß, hier zuzuschauen, ich wäre gerne mal dabei, dann geht einfach auf trader-online.de. Dort gibt es die Rubrik Events und da sind unter anderem für Magic the Gathering Karten, Eventkarten oder Event-Tickets zu kaufen. Die werden immer so Mitte des Monats online gestellt für den Folgemonat, sind für Commander eigentlich immer relativ schnell ausgebucht, deswegen zögert nicht lange, kauft euch ein Ticket und spielt einfach mal hier mit uns mit. Würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir mal neue Gesichter hier sehen. Ansonsten habe ich, glaube ich, genug Zeit verschwendet, würde ich einfach mal sagen, wir stellen uns jetzt erstmal in Zugreihenfolge vor. Ich darf heute anfangen, ich bin der Simon und spiele heute Frodo, den abenteuerlichen Hobbit. Das ist eine 1-3er-Kreatur und ist auch der Partner von Samwise Gamgee, wer ihn nicht kennt. Der hat Wachsamkeit und immer wenn er angreift und ich in diesem Zug 3 oder mehr Leben erhalten habe, dann führt der Ring mich in Versuchung. Wenn Frodo dann mein Ringträger ist und der Ring mich in diesem Spiel 2 oder mehrere Male in Versuchung geführt hat, darf ich sogar eine Karte ziehen. Der Partner ist Sam, der Loyal Attendant, wie gesagt, ist der Partner von Frodo. Und der sagt, dass ich zu Beginn meines Zuges, zu Beginn des Kampfes in meinem Zuges einen Food Token, also einen Speisespielstein erstellen darf. Das ist ein Spielstein, den man für 2 Mana und Tappen opfern kann, dann erhält man 3 Lebenspunkte dazu. Und der sagt, dass aktivierte Fähigkeiten von Speisen mich einen weniger kosten. Also würde es nicht 2, sondern 1 kosten, diesen Speisespielstein zu opfern. Der kostet ein generisches, ein grünes und ein weißes und ist 2-4. Ich bin der Matthias, ich spiele heute Galadriel, die Elfenkönigin. Kostet 2 beliebig, einen Wald und eine Insel. Hat den Effekt Will of the Council zu Beginn meines Combats in meinem Turn. Wenn ich ein Elfenspiel gebracht habe, dann wird ein Vote gestartet. Für jeden Spieler mit Dominance oder Guidance. Wenn Dominance gevotet wird, dann werde ich vom Ring verführt. Dann packe ich einen 1-1-Counter auf meinen Ringträger. Und wenn Guidance gewinnt, dann darf ich, oder ein Unentschieden ist bei Guidance, dann darf ich eine Karte ziehen. Ja, ich bin der Alex. Ihr habt mich wahrscheinlich noch nie gesehen. Ich bin das erste Mal hier im Stream. Spiele auch noch nicht so lange Magic. Aber freue mich, dass ich heute auf jeden Fall mal hier dabei sein darf. Ich spiele Eowyn Shield Maiden aus dem Riders of Rohan Deck. 5 Mana, 5-4 First Strike. Und wenn ich einen anderen Human ausgespielt habe in demselben Zug, dann bekomme ich am Anfang der Combat Phase 2 Red Human Knight Creature Tokens mit Trample und Haste. Alles klar. Ja, ich bin der Pascal, bin auch das erste Mal hier. Ja, ich spiele heute Sauron, genau, der Herr der Ringe. Und wenn ich ihn caste, also sage ich mal rufe, dann ermesse ich Orks 5. Das heißt, ich bekomme eine Ork-Armee und die bekommt 5 1-1er Tokens drauf. Des Weiteren mill ich dann 5 Karten, werfe die im Friedhof und darf mir dann eine Kreatur aus meinem Friedhof zurück aufs Battlefield legen. Darüber hinaus hat Sauron Trample, was auch ziemlich cool ist mit 9-9. Und wenn immer ein Commander stirbt, dann führt der Ring mich in Versuchung. Ja, klingt ja ganz gut. Würde ich sagen, starten wir einfach mal. Genau, ich darf anfangen, würde eine Karte ziehen. Und dann ganz gerne starten mit einem Gestrüppland. Das tappt für ein farbloses oder für ein grünes oder weißes. Allerdings bekomme ich dann einen Schaden. Das würde ich gerne für ein farbloses tappen. Und einen Ring casten, einen Sonnenring. Der tappt für 2 farblose Mana und dann würde ich gerne abgehen. Der Schummler-Turm. Ja, es geht ja auch. ich spiele einen Forest. Und tappe meinen Forest für einen Elfenmystik. Der tappt sich für einen Wald. Und dann gebe ich ab. Ja, ich ziehe eine Karte. Und dann spiele ich den Secluded Courtyard. Darf mir einen Creature-Type aussuchen und nehme natürlich Humans. Und darf dann ein Mana jeder Farbe zum Casten von Humans aussuchen und per Turn.
Alles klar, draw for turn. Ich spiele ein Swamp und gebe ab. Ja, dann würde ich einmal enttappen, eine Karte ziehen. Und dann ganz gerne Käse. Ein Woodland Cemetery spielen. Das kommt getappt ins Spiel, außer ich kontrolliere einen Sumpf oder einen Wald, was ich leider nicht tue. Und dann muss ich leider auch schon abgeben. Also mir ist der Dampf schon ausgegangen. Ja. Ach, dann, Alter, ich sag mal so, du hast schon mehr als ich. Das stimmt. Ja. Dann tappe ich meinen Elfen mystisch für einen Wald und spiele einen Sonnenring aus. Ach, okay. Dann spiele ich ein Island. Ich tappe mein Island und spiele Parodien. Ich habe Hellsicht 2, dann darf ich eine Karte ziehen. Warte mal, wenn ich hier so runtergelegt habe, dann ist das die Karte, die als untere gilt. Genau, Scryte. Genau, ich darf Scryte 2, das war die Karte, die ich als zweites gezogen habe, die heißt, die geht gleich runter. Du dürftest auch beide runterlegen. Ja, aber ich meine jetzt eher in der Reihenfolge, die so wieder draufgelegt werden, in dem Fall, wenn ich sie oben. Ja, genau, solche. Das lasse ich so. Ja. Dann ziehe ich eine Karte durch den Effekt. Die Karte geht weg. Und dann. Für zwei beliebig und ein Forest spiele ich eine Whisperic Cloak Equipment. Equipped Creature can't be blocked and has Shroud. Und dann gebe ich ab. Ja, aber machen wir. Ich ziehe eine Karte. Das ist ein guter Fall gewesen. Ich ziehe keinen Soul Ring. Bis und jetzt. Dann spiele ich ein Plains und Pass Turn, weil so kann man nämlich auch Magic spielen. Wo ist das Tempo? Das ich auch. Wo ist das Tempo? Ich spiele einen weiteren Swarm. Tappe für zwei, spiele das gute Stück hier. Multikicker 2, ich habe es für 2 Mana gecastet und dann bringt es mir jetzt ein farbloses. Ja, hat also einen Charge-Counter drauf. Genau. Kann ich auch gerne nochmal mit so. Nein, die tappt einfach für ein farbloses, okay, weil du so die Multikicker-Kosten nicht nur einmal bezahlt hast, ne? Genau. Gut, wissen wir Bescheid, tappe für ein farbloses. Ja, alles klar. So. Dann dürfte ich. Ja, schon wieder ein Shadow Snarl spielen. Ich könnte einen Swamp oder also einen Sumpf oder eine Ebene vorzeigen, dann wird das nicht getappt ins Spiel kommen. Habe ich natürlich wieder nicht. Ist aber auch im Grunde egal, weil ich jetzt für 2 gerne einmal Frodo spielen würde. Dann wird aber nichts weiter passieren, weil der keinen ETB hat. Dann würde ich abgeben. Jo, dann ein Tipp. Draw die zweite Karte. Dann bringe ich einen weiteren Wald ins Spiel. Für 2 Wald bringe ich den Elvish War Master ins Play. Whenever one or more other elves enters the battlefield under your control, create a 1/1 green elf warrior creature token. Passiert nur einmal pro Spielzug, ist sein Effekt. Und für 5 beliebig und 2. Wälder, elves you control get 2+2 and gain death touch at the end of turn. Ja. Kannst du auch öfter Gas. Wenn ich das bezahlen kann. Ja. Dann für 2 beliebig und einen Forest und einen Island bringe ich meinen Commander ins Spiel. Dadurch triggert dann der Elvish Warmaster, ich kriege einen 1-1 F. Mhm. Mal kurz gucken nochmal. Genau, dann starten wir gleich in die Phase des Abstimmens. Dann würde ich mich jetzt in meinen Combat Step gehen, wodurch mein Commander triggert. Jetzt darf Dominanz oder Guidance gewählt werden. Mhm. Wenn Dominanz gewählt wird, kriege ich meine Kreaturen 1+1. Meinen Ringträger. Hab ich noch gar nicht. Der hat das nicht. Dann, ja. Ja, dann müssen wir ja schauen, wofür wir stimmen. Ne? Dann wollen wir jetzt alle einfach mal für Dominanz. Wir stimmen einfach mal für Dominanz. Gut. Also ich würde mir die zweite Option nochmal anhören einmal. Willst du nicht, dann zieh ich eine Karte. Aber du kannst das ja machen. Ah ne, das ist das, was am meisten ist, ne? Genau, was gewinnt oder wenn ein Unentschieden ist. Genau, okay. Aber ich nehme mal das mit 1+1. Ja, okay, gut. Dann kann ich mal tun. Hast schon so viele Kreaturen. Ja, ich ziehe mal eine Karte. Und dann spiele ich ein Island. Und Tap für 3. Das ging ganz schön schwer mit dem Deck jetzt. Spiele ein Herald's Horn. Oh, stark. Ich
nehme den Creature-Type Humans und alle Humans kosten jetzt ein farbloses Mana weniger. Und am Anfang meines Upkeeps darf ich auf, oder wenn ich am Anfang meines Upkeeps einen Human ziehe, dann darf ich noch eine Karte ziehen. Und dann pass Turn. Alles klar. Ich untap. Draw for Turn. Spiele das Land, das tappt für Blau und Rot. Da ich euch aber keine Island oder ein Mountain vorzeigen kann, kommt es getappt ins Spiel. Demnach habe ich drei offene Mana und muss abgeben. Jo, da würde ich aber ziehen. Und erstmal ein Wald spielen. Und dann für. Achso, ich habe den Schaden eben vergessen. Ich habe für das Land eben noch einen Schaden bekommen, für das Gestrüppland. Ja. Kriege ich jetzt nämlich auch wieder. 2, 3 würde ich ganz gerne meinen zweiten Commander spielen, den Sam oder Attendant. Und zu Beginn meines Kampfes bekomme ich jetzt einen Food Token. Mal gucken, ob ich vorher noch was caste. Ich hab nicht mal einen Commander draußen. Kannst du mir schon mal einen? Ja, du kannst schon einen Würfel geben, einfach den W20-Würfel. Dann kriegst du den hier. Dankeschön. Ja. Bitte sehr. Und dann würde ich ganz gerne in meine Kampfphase gehen, bekomme einen Food-Token. Den würde ich zu Beginn meiner Kampfphase dann auch gerne opfern. Das heißt, ich bekomme 3 Leben. Mhm. Und angreifen mit Frodo, da würde ich einmal gerne zu dir kommen für einen Commander-Schaden. Ja, keine Blocker. Ja, keine Blocker, genau. So, und jetzt löst er die Fähigkeit aus. Der Ring führt mich in Versuchung, weil ich 3 Lebenspunkte bekommen habe in diesem Zug. Stark. Das heißt, ich kann jetzt einen Ringträger bestimmen. Da Frodo den Ring ja auch getragen hat bis nach Mordor, ist es nur fair, wenn er das noch ein zweites Mal machen darf. Mhm. Absolut. Lass den Jungen laufen. Und zwar ist der Ring in der ersten Phase, wo er mich in Versicherung führt, sagt er, dass mein Ringträger legendär ist und nicht geblockt werden kann von Kreaturen mit größerer Stärke. Jetzt kann ich auch zu dir kommen endlich, du kleiner Elfenspieler da. Oh nein. Scheiße, kann ich doch nicht. Ach, Herr Jemine. Ich bin vorbereitet. Okay, ja, dann würde ich abgeben. Ich wollte dich auch nicht wissen. Das ist auch so eine Frechheit, ey. Das ja. ist verrückt, was da liegt. Drop the rein. Dabei ist das nicht mein Deck. Ich spiele das Agro-Deck. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber es läuft. Das lief ganz gut für die Elben. Ja. Dann wollen wir erstmal noch einen Wald ins Spiel bringen. Und dann für 2 beliebig und ein Wald. Spiele ich eine Farhaven Elfe aus. Wenn Farhaven Elfe das Spiel betritt, darf ich meine Bibliothek nach einem Basic-Land durchsuchen, das getappt ins Spiel bringen. Dann triggert mein Warmaster, ich krieg wieder einen Token. Und während ich jetzt gleich nach dem Standardland suche, darfst du schon mal dein Turn machen, wenn das für euch in Ordnung ist. Ich suche jetzt nach einem Standardland und das kommt getappt ins Spiel. Das würde vorher noch passieren, natürlich, weil ein Elfenspiel kommt. Wir sagen aber alle Dominanz. Noch, ich wollte gerade sagen, den Vote können wir dann auch flippen, meiner Meinung nach. Genau. Während ich suche, darfst du dann schon mal machen. Ja, nur, dass wir das nicht übergehen. Ja, Demokratie ist ja wichtig. Demokratie ist wichtig, aber gerade sinnlos. Okay, also pass in Turn? Ja, ich hab meinen Turn gepasst. Okay, dann an Teppich. Draw. Dann spiele ich Sulphur Falls, kommt nicht getappt ins Spiel, weil ich schon ein Island kontrolliere. Mhm. Und spiele dann für 4 Mana Doors of Destiny. Oh mein Gott, Destinies. Ja, Kreaturen. Du baust dir da was auf, wirklich. Ja, man kann ja nicht erwarten, dass man in einem Aggro-Deck Kreaturen zieht. Nee. So, wenn das aufs Spielfeld kommt, nehme ich wieder einen Creature-Type. Ich nehme natürlich wieder Humans. Also Menschen. Und immer wenn ich jetzt einen Mensch ausspiele, kommt hier ein Counter drauf. Und für jeden Counter bekommen eben diese Menschen dann +1/+1. Sind leider noch keine auf dem Feld, deswegen pass turn. Du musst die aber casten, ne? Hm? Ja. Also nicht, wenn die... Okay. Genau. Ja. Wegen der Fähigkeit von ihr, ich gerade ein bisschen Angst. Ja, nee, leider nicht. Ja, untap, draw for turn. Und
Dann spielen wir für 3 ein farbloses, ein beliebiges, ein rotes. Spiele ich ihn hier. Und der sagt, wenn immer einer meiner Opponents ein seiner Artefakte für Mana tappt, bekomme ich die Kontrolle über dieses Artefakt bis zu meinem nächsten Endstep. Und da hier 2 Soul Rings liegen, hoffe ich einfach mal, dass da ein bisschen was getappt wird. Und dann passe ich den Turn. Nice try, aber nein. Ich tappe ich meinen Soul Ring, benutze ich jetzt nicht. Gut, dass ich meine Elfen tappen kann. Und würde ganz gerne eine Ebene spielen. Und dann für 1 ein farbloses, damit ich keinen Schaden kriege. Du willst den Soul Ring haben, ne? 2. Eine Runde. Wenigstens du auch wieder. Also das ist ein schwarzes. 1, 2, 3, genau. Aber die Mirkwood Bits. Für 3 generische, ein schwarzes, die sind fliegend. 2, 3. Und immer wenn ich jetzt einen Spielstein erstelle oder einen Spielstein opfer, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Dann würde ich ganz gerne in meinen Combat gehen und erstelle einen Spielstein. Das heißt, jeder würde einen Lebenspunkt verlieren. Ich würde einen Speisespielstein erstellen. Ja. Den würde ich ganz gerne opfern. Für 1. Das heißt, jeder verliert wieder einen Lebenspunkt und ich kriege 3 dazu. Dann würde ich ganz gerne mit Frodo angreifen. Dann wird der Ring mich wieder in Versuchung führen. Und zwar gehe ich diesmal zu dir, Kalle. Ja. Der Wachsamkeit für 1. Ich gehe jetzt auf die Stufe, immer wenn der Ringträger angreift, ziehe ich eine Karte und werfe dann eine Karte ab. Und Frodo hat jetzt noch die Fähigkeit, dass ich eine Karte ziehen darf. Dann würde ich erstmal eine Karte ziehen, eine abwerfen. Ja. Den konnte ich jetzt auch nicht blocken wegen seiner ersten Fähigkeit. Genau, es waren Kreaturen, die stärker als er sind. Genau, genau, dann muss, einen Commander muss ich den einen nehmen. Würde ich eine abwerfen und dann würde ich die 2. Karte noch ziehen. Und dann einmal abgeben. Das war, wenn es nicht getappt worden. Gut. So, dann Draw. Nee, leider nicht. Ich hoffe jetzt, aber vielleicht werde ich es gleich machen. Danach aus. Das ist ein Soul Ring. Ich tappe für 2. Ruste meinen Commander aus. Heißt, er kann jetzt nicht mal geblockt werden und hat Shroud. Mhm. Das ist gut. Für ihn, ja. Dann gehe ich mal Combat Step und würde mit meinem Commander, jetzt muss ich gerade kurz gucken, der Commander sterben, dementsprechend kommt er da nicht vorbei. Ja, ne? Dann kommt ein Commander bei dir vorbei. Für 4, ne? Nehme ja. Ich. Was ist mit dem Vault, den sparen wir uns, ne? Weil der Vault kommt nicht, ich habe kein Elfenspiel gebracht. Ach stimmt, du musst ein Elfenspiel gebracht. Showering macht tappen? Nö. Ich mach nur gerade ein bisschen mehr Platz auf meinem Feld. Einfach so nochmal, auch wenn du es gar nicht einfach brauchst. Einfach nochmal. Bist du dran. Untappe. Wer braucht schon einen Soul Ring, wenn man Elfen hat? Ja. Ah, technisch gesehen muss ich die Karte vorzeigen, wenn es ein Mensch war und du dann noch eine ziehen möchtest. Creature Soul Untap, you may reveal it. Stimmt. Ja. dann spiele ich noch ein Plains und caste für 4, weil der natürlich ein billiger ist durch meinen Herald's Horn. Für ein Mountain, ein Island, ein Plains und ein beliebig. Mein Commander Eowyn. Nice. Und dadurch bekommt Doors of Destiny auch einen Charge Counter. Soll ich dafür einfach am besten Würfel nehmen, ne? Ja, vielleicht den kleinen blauen, der sieht irgendwie gut aus. Zack. Das heißt, sie bekommt auch direkt +1/+1. Haben wir dafür auch irgendwelche extra Würfel? Oder soll ich dafür noch einfach? Nee, da brauchst du auch gar keinen Würfel für das. Okay. Würde ich immer mit der Doors of Destiny dann machen, tatsächlich. Ja. Passt ja. Und das soll es dann erstmal gewesen sein. Alles klar. Dann untap. Raw. Länder brauchen wir nicht. Das ist super. Ja, das läuft nicht gut mit deinen Ländern. Wie ist denn jetzt eigentlich, ne? Wenn, wenn ich jetzt in seinem Turn für einen Instant meinen Soul Ring verwende, dann kriegst du den dann ist nächsten der Zug. Nee, er kriegt den ja allgemein bis zu seinem nächsten Endstep. Und der ist ja dann aber schon getappt. Das Mana kriegst du dann. Das Mana kriegst du. Ja, aber er kriegt den dann aber auch getappt bis zu seinem Endstep und dann kriegt den wieder, oder? Ja. Alleine das Gefühl, den einmal auf seinem Spielfeld zu haben. Ich glaube, ich nutze den gleich einfach, damit ich für Floating Mana habe. Und dann kriege ich den in einem Step wieder. Mache ich das wie folgt. Für 4
hole ich Hostage, Taker und genau, wenn die das Battlefield betreten, exile ich eine andere Creature oder Artefakt. Genau, und die bleibt dann eben so lange exiled, bis die Karte eben ja, das Spielfeld verlässt. Mhm. Was nimmst du? Komm. Hat Hexproof. Shrouded. Ja, da war was. Aber ich glaube auch Artifact. Genau. Ging, und demnach würde ich dann die nehmen. Ja, bediene ich. Merci. Und dann packe ich die einfach drunter. Fokus unter Freunden verschwindet nie, ne? Ja. Pass. Behält er jetzt seine Charge-Counter oder resettet das den? Nein, die sind weg. Die Counter gehen nicht mit in den Zonenwechsel. Okay. Bye, bye. ja, ich spiele einmal den Access-Tunnel. Tap für ein farbloses oder für drei Mana und tappen kann eine ausgewählte Kreatur mit Stärke 3 oder weniger nicht geblockt werden. Dann würde ich ganz gerne die beiden tappen und einmal Gollum, den Obsessed Stalker, spielen. Der hat Skulk, der kann nicht geblockt werden von Kreaturen mit größerer Stärke. Und zu Beginn meines Endsteps verliert jeder Gegner, der Combat-Schaden bekommen hat, also Kampfschaden in diesem Zug, von einer Kreatur, also von ihm namens Gollum, Leben in Höhe der Leben, die ich in diesem Zug bekommen habe. Also wenn ich 3 Leben bekomme durch den Food. Und der hat ja Schaden gemacht, macht er dem auch nochmal 3 Schaden zusätzlich. Aber der hat ja Einsatzverzögerung. Der macht ja nicht so viel. Im Film auch nicht. Ich hätte den Soul Ring einfach nehmen können. 4, 5, 6. Und ich hätte den casten können für 1. Aber ich habe den zweiten Satz nicht gelesen. Achso, was denn? Oh, ja, you may cast. Wäre es dann nicht schon gesehen, hättest du sein Soul Ring genommen, weil er hat allgemein mehr Mana. Ich glaube, vieles wäre cleverer gewesen als das. Ich würde auf jeden Fall gerne einen Combat-Step geben. Wieder verlieren ein Leben. Den opfer ich auch direkt wieder für. Der Kerngedanke war super, aber. Ja, also bis dahin habe ich gut gedacht, aber ab dann. Nee. Ab da, wo du merkst, dass dein erstes Plan nicht gegangen ist, ein bisschen gepanickt, ne? Ja, irgendwie schon. So. Und dann würde ich mal angreifen wieder. Und zwar würde ich nochmal zu Diama kommen. Mhm. Mit dem, der kann ja nicht geblockt werden. Dann wird der Ring mich nochmal in Versuchung führen. Und das Commander-Schaden, ne? Genau, das Commander-Schaden. Ein. Schaffen. Auf den Combat darf ich erstmal, wenn er angreift, eine Karte ziehen, eine abwerfen. Selbst ihn zu nehmen wäre clever gewesen. Also ich glaube, wir waren wirklich 6 Minuten. Es gab sehr viele Auswahlmöglichkeiten, aber du hast die falschen getroffen. Starkes Play. Und noch eine Karte ziehen. Und der Ringträger geht auf 3 oder der Ring. Immer wenn der Ringträger geblockt wird von einer Kreatur, muss die Kreatur oder ne, muss doch die Kreatur geopfert werden am Ende des Combats. Tatsächlich. Also der sollte jetzt, der ist jetzt wie Death Touch im Grunde, ne? Ja. Ein bisschen doofer irgendwie. Dann würde ich in meine zweite Hauptphase gehen. Und ich würde ganz gerne den einmal für ein Plane Cycling discarden. Also Plane Cycling bedeutet, ich zahle ein weißes generisches Mana jetzt und darf mir eine Ebene raus und danach mischen. Muss ich natürlich vorzeigen und dann will ich schon abgeben. Okay, dann macht der. Das wäre ja mal. Zorin darf ich ja nicht mehr benutzen. Darfst du schon? Ey, wirklich, fühl dich frei. ich spiele die Thornfalls, die kommen getappt ins Spiel. Wenn die ins Spiel kommen, kriege ich ein Leben. Die kann ich für einen Wald oder Insel tappen. Und dann für 5 bringe ich Gandalf ins Spiel, den Westward Voyager. Whenever you cast a spell with mana value 5 or greater, each opponent reveals the top card of their library. If any of those cards share a card type with that spell, copy that spell. You may choose a new target for the copy and each opponent draws a card. Otherwise you draw a card. A copy of a permanent spell becomes a token. Viel Text. Ja, ich werde es vergessen haben oder nicht. Endlich ist Gandalf da. Den brauchen wir auch. Werden wir wahrscheinlich alle da. Ich habe einfach beim Zuhören versucht, so intelligent wie möglich auszusehen. Ich auch. Ich habe es beim Vorlesen versucht. Also. das war mein Turn. Ich? Nein?
Und Ich hab doch nichts. Ich hab schon zwei. Dann ziehe ich meine Karte. Reveal, es ist ein Human. Ja. Das heißt, ich darf eine weitere Karte ziehen. Jetzt geht's los. Jetzt können wir tatsächlich. Es ist noch ein Human. Ich weiß, wer es ist. Erstmal. Netzwerk. Ah, das war doof. Ich hatte noch einmal eine offen. Ich hätte das natürlich in deinem Endstep eigentlich machen sollen. Dann Sword zu Plowshares. Passiert. Nein, doch nicht Sword zu Plowshares. Doch zu. Ich spiele Path to Exile. Achso, ja. auf den hier bitte. Aber du kriegst ein Land, oder? Ich krieg ein Land? Ja. Ja. Take ich. Warum willst du nicht Frodo? All night. Nein, ich möchte gerne mein Artefakt wieder haben. Kann ich verstehen. Ja. Ich muss auch mal ein bisschen Platz für mein Graveyard machen. Graveyards machen wir die hier oder ist das egal? Einfach unter dein Deck irgendwo. Ja. Wo du dir merken kannst, dass das dein Grave ist. Dann tappe ich für ein Island und spiele den Sol Ring. Drei. Dreimal der eine Ring. Jetzt liegen hier einfach drei Ringe, die nicht getappt drei werden. Drei Ringe, den Elben. Der, 8 kostet, hat kein Soaring, hat 2 Landdrops verpasst. Aber könnte alle haben. Wollen wir unsere Ringe so schön in die Commander-Zone legen, damit er immer sieht, dass wir einen Ring liegen haben? Boah, danke. Ja, Jungs, guck mal hier, nur für dich. So nah nur und noch so fern. Und, aber Alex tappt ihn gleich. Der kann nicht widerstehen. Dann der Ring führt ihn in Versuchung. Na, oh. Oh. Das ist krass, also ihr habt die zwar, aber... Tappi, mein Schatz. Ich glaube, keiner hat Bock, mir irgendwie die Mana zu geben. Bisher hat er mich auch nicht eingeschränkt, dass ich ihn nicht habe. Ja, zudem. Das ist ja noch das Schlimme, dass du trotzdem spielen kannst und so ein Board hast. Ja, dazu muss man aber sagen... Dann spiele ich für... Ich habe am Anfang schnelles Board gehabt, aber seitdem ist nichts mehr passiert. Ein Plains. Ich hatte nie ein Board und das ist auch nie so. Und den hier tappe ich für einen Mountain. Okay. Spiele ich Theoden, King of Rohan. Da ist er doch. Wenn... Wenn er aufs Spielfeld kommt, kann ich eine andere Kreatur auswählen, die für diesen Zug Double Strike bekommt, oder für jeden anderen Human, der aufs Spielfeld kommt, kann ich das auch tun. Okay. Mhm. Counter noch auf die Tür. Genau, dann ein Counter auf die Tür. Yes. Und dadurch triggert natürlich, ich gehe jetzt in meine Combat Phase, dadurch triggert ihre Fähigkeit und ich bekomme 2/2/2er. Human Knight Tokens. Soll ich da 2 aufs Spielfeld legen oder? Machen wir momentan 3/3 dann. Und haben Haste. I'm the Trample. Genau. Und dann darf ich mir noch ein Ziel aussuchen, welches bis zum Ende des Zuges Double Strike bekommt. Nein. Vorher, ne? Wenn der ins Spiel kommt, oder? Ja. Genau. Da war ja nur sie als Target quasi da. Oder er. Wahrscheinlich das. Ja, aber der kann ja nur nicht angreifen. Ja. Also ich hätte sie genommen, wenn das jetzt okay ist. Genau, Eowyn. 6/4 Doppelstrike. 6/5. 6/5, oh, stimmt. Das ist schon krank. So, warte. Holy Hobbits. Ah, ne, Cast the Spell. Das triggert nur beim Casten und nicht beim. So, dann gehe ich, genau. Gib den Hobbits das zweite Frühstück. Boah, für 12 Commander-Schaden. Du hast schon das Leben die ganze Zeit so bei dir, so. Du bist schon bei 7. Ich glaube, wir wären alle froh, wenn der hier weg wäre, ne? Eigentlich nicht. Also mich stört gerade, dass das Hobbit-Deck ärgert mich gerade mehr. Ja, ich brauche das Mana aber schon. Ich komme auf jeden Fall mit. Ein paar Blocker wären auch noch nicht schlecht. Die haben aber beide Haste, das sollte man schon ausnutzen. Mhm. Ich komme mit einem Human Knight rüber zu Frodo und seinen Kollegen. Und mit meinem Commander komme ich zu dir. Okay, ich würde den 3 Schaden würde ich nehmen. Es sind 10 Commander-Schaden. 12. 12 Commander-Schaden. Können wir mal kurz über dein Decision-Making reden? Bitte? Können wir kurz über dein Decision-Making reden? Ja, bitte. Goblin. Ein Goblin, der 47 Leben und 5/5, 4/5. Moment. Wer zieht uns hier jeden Turn nehmen? Hör auf die Hobbits in den Turn. Das war erstmal nur ein Turn. Und war ein Vorgeschmack. Ja. Daher block ich. So, das muss nicht tappen. Er kriegt keinen Damage. Und wir können den Soaring. In Response auf den Block würde ich ganz gerne mal einen Soaring tappen. Ach, weißt du. Ich auch. Also, wenn der manche Spiel verlässt. Ja, genau, dann Pass Turn. Ja. Das war doch nur ein Bluff. Ich wusste doch, dass du blockst. Ich hätte dir doch nicht 12 Commander Damage gegeben. Ich war mir nicht sicher, ob ich die 12 Commander Damage nicht lieber nehmen möchte. Hättest du die getankt, hätte ich mal Soul Ring getappt, bin ich ehrlich. Schreibt jemand nie die Hobbits unterschätzen. Nee, darfst du auch nicht. Ich meine, wir verlieren gerade. Ja. Ich verliere gerade.
Du hast noch nicht viel im Spiel gemacht, aber Sauron. Du hast gerade einen anderen Erfolg. Sauron hat auch in den Filmen auch nicht, oder in der, hat ja auch nicht viel gemacht. Der hatte nicht viel Filmzeit. Der war einfach anwesend. Nur am Anfang. Der war halt eigentlich, der war eigentlich nur da. Der war eigentlich nur da. Einfach weil es so funny ist und ich eh nichts anderes. Er war eigentlich echt so ein. Eigentlich, wenn man so betrachtet, war ein Plot-Hole, weil er war da, aber er hat nichts gemacht und er war eigentlich nur da für den Namen. Für ein Swarm spiele ich Reanimate. Put a target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control. In response. You lose life equal to its mana value. In response habe ich mein Soul Ring, dann ist er gleich schon weg. Kannst du nochmal. Achso. Dum, dum, dum. Gut. Okay. Dann haben wir das auch wieder geklärt. Dann habe ich noch. Könnte ich machen. Wie fühlt es sich, den Goblin zu haben, aber trotzdem kein Soul Ring? Es ist ein Anfang, weißt du, ich bin. Ich habe mich wirklich erschrocken. Und dann für 4 caste ich noch Anger und die sagt einfach Haste. Und solange sie im Graveyard ist und ich einen Mountain kontrolliere, haben Kreaturen, die ich habe, auch Haste. Kann im Late Game ganz geil sein. Ja. Dann Pest Turn. Oder im Early. Dann würde ich einmal einen Tappen ziehen. Ich habe schon wieder Hand gezogen. Ich würde eine isolierte Kapelle spielen, die kommt eigentlich getappt ins Spiel, außer ich kontrolliere eine Ebene oder einen Sumpf. Eine Ebene habe ich und tapp für ein weißes oder schwarzes Mana. Und dann würde ich ganz gerne. Das werdet ihr nicht so witzig finden, glaube ich. Ich finde schon so lange einiges nicht mehr lustig. Mhm. Würde ich ganz gerne Fell the Mighty spielen. Das ist eine Zauberei, die sagt, zerstöre alle Kreaturen mit Stärke größer als die Kreatur, die ich jetzt auswähle. Und das wäre dann Sunwise, also 2. Board wipe für uns. Also alle, die stärker als 2 sind, würden einmal stärker sterben. Als 2, das ist genau. Nein, nicht ganz. Deine Tokens bleiben doch stärker als 2, die sind 2. Die haben 3-3. Die stehen 3-3. Dolls of Destiny, leider. Gut gespielt. Dann für 1 würde ich gerne ein Paradiesvogel spielen. Tab für ein beliebiges Mana. Dann würde ich in meine Combat Phase gehen. Dann einen Speisespielschein erzeugen. Den würde ich auch gerne. Dann verlieren wir wieder alle ein Leben. Ja, alle verlieren ein Leben. Ich opfer den auch, verlieren nochmal alle ein Leben. Deswegen spreche ich von. Danke. Also mir war klar, dass da die Bedrohung ist, aber. Und dann würde ich ganz gerne. Du hast doch nicht für 12 zugeschlagen. Mit Frodo zu dir kommen und mit Gollum komme ich einmal zu dir. Mhm. So, ja, Frodo, ich. Genau, der geht jetzt auf 4. Immer wenn der dir Schaden macht, also ein Spieler Schaden macht, verliert jeder Gegner jetzt 3 Lebenspunkte. Auf 4. Ja, dann ziehe ich eine Karte, werfe eine ab. Block doch. Und darf noch eine Karte ziehen. Und dann würden alle 3 Lebenspunkte nochmal verlieren. Warte, habe ich gerade deine Karte falsch verstanden? Und alle Kreaturen Stärke 2 oder weniger. Nee, 2 oder mehr. 2 oder mehr. Ja. Nein, größer, ne, über 2, sorry, über 2. Alles richtig, über 2. Greater than target creatures forward. Ach, nee, der hat ja Bodyblock gemacht. Ne, und, das ist ein Creature named Gollum. Du würdest auch nochmal 3 Lebenspunkte verlieren. Ja, nehme ich. Weil du von Gollum noch Schaden bekommen hast. Und dann würde ich abgeben. Cool, ich darf mal Soul Ring verwenden, ohne dass er geklaut wird. Ja, du hättest echt mich angreifen müssen mit Irwin. Ja, im Nachhinein. Da war gar keine Bedrohung da. Hä? Das ist eine Option also, gewesen. Länder in Turn 7? Ja. Eine Kreatur. Ja. Mich hat dieser Gott nicht zu sehr. Dann du hast was gesehen. 2. Aber vielleicht kommt ja gleich ein Race the Palisade. Island bin ich bei 4. Kostet 6. Könnte jetzt kommen. Dann ist das Board. Was ein Call. Bin ich bei 7 und dann spiele ich den kolossalen Wal aus. Ja. Der hat Island Walk, kann nicht geblockt werden, wenn ein Spieler einen Island kontrolliert. Und immer wenn der kolossale Wal angreift, kann ich eine Kreatur des verteidigenden Spielers verbannen, solange der Wal im Spiel ist. Hm. Dann gebe ich ab. Mhm. Ja, ich untap mal. Dann Draw. Spiele ich ein Field of Ruin, tap für ein farblos und für 2 Mana könnte ich das hier sacrificen und ein Non-Basic Land deines Gegners zerstören. Und dann
spiele ich für einen Mountain und drei. Zealous Conscripts Haste, und wenn sie das aufs Battlefield kommt, darf ich die Kontrolle über ein Target Permanent übernehmen und das bekommt Haste für diesen Zug und wird untapped. Erstmal triggert aber hier natürlich Doors of Destiny. Wird schon, dass ich von Frodo geklaut wird. Und dann Sachen, die du jetzt zum Beispiel in deinem letzten Zug ausgespielt hast, die können noch nicht angreifen wegen Summoning. Die kriegen noch Haste. Die kriegen noch Haste. Also 5 Fünfer könntest du beispielsweise nehmen. Oder du klaust ihm seinen Ringträger. Aber nur für diesen Zug, ne? Nur für diesen Zug. Ja, dann nehmen wir was Großes. Dann würde ich den Wahl nehmen und auch direkt mit beiden. Ne, mit ihr hier greife ich die Hobbits an und mit dem Wahl würde ich dann dich angreifen. Kann ich eh nicht blocken. Ich hätte einen 2-4er, mit dem würde ich blocken, einmal. Das 3-3, ne? Oder ist der. Ach nee, dann kommt 5 durch. Du hast auf Destiny ist auch durch. 5 nehme ich. So hoch. Okay. Ja, krass. Das ist also in der Kombination. Ja, und das ist es dann für mein Turn. Ich habe genommen. Ich kann den ja nicht blocken. Der hat einen Walk. Und da liegen verdammt viele Items. Ja, und dann Pass. End of Turn kriegt ihr wieder, ne? Du bekommst ihn wieder. Ja, aber der ist immer noch getappt dementsprechend. Land. Kommt getappt ins Spiel, weil ich kein Island vorzeigen kann. Tappt für blau sowie schwarz. Dann. Wo Sauron? Spiele ich für 5. Das ist alles, was ich habe. Extract from Darkness. Jeder Spieler mildt jetzt 2 Karten und dann darf ich eine Kreaturenkarte aus einem Graveyard onto the Battlefield under your control. Ich habe 2. Sag mal so, ich habe einen Favoriten schon. Ich habe 2 Länder gemillt. Ja, ich muss auch. Was ich gemillt habe? 2 Länder. Also ich habe. Du darfst nur von den gemillten oder allgemein? Wenn you put a creature card from the graveyard onto the battlefield under your control. Ja, ich habe allgemein als einzige Kreatur habe ich Gandalf und ansonsten habe ich jetzt gerade einen Forest und einen Sylvan Offering gemillt. Boah, Gandalf wäre glaube ich schon big, oder? 5-5, ja. 5-5. Aber der hat so einen langen Text. Willst du die Chance auf Sol Rings haben? Ja, eigentlich schon. Ich will die Chance auf Sorings haben. Ihr habt ihn 3-mal genommen. Ich wollte gerade sagen, wie oft kann er jetzt mehr? Vielen Dank. Das war nur so beiseite gefragt. Ja. Pass the turn. Dass der schon 3-mal wieder da war. Ja. Dann ziehe ich auch eine Karte. Ich hole ihn jetzt mit 1 auf. Der ist schon so dabei wie Krillin bei Dragon Ball Z. Würde Pfad der Ahnen spielen, kommt getappt ins Spiel, kann Mana von der Farbidentität meiner Kommandeure machen und wenn ich dann einen Kreaturenzauber wirke, der einen Kreaturenschieb, also Halbling oder Scout, mit meinen Commandern teilt, darf ich Hellsicht 1 anwenden. Dann würde ich ganz gerne Rosie spielen. Kommt ein Name. Für 3. Wenn die ins Spiel kommt, kriege ich einen Speisespielstein. Und immer wenn ich einen Token mache, kann ich einen +1/+1 Counter auf eine Kreatur meiner Wahl außer Rosie legen. Erstmal verliert die dann Lebenspunkt. Und dann bräuchte ich einmal nur so einen Würfel. Gerne. B20? Ja, genau. Und dann würde ich ganz gerne. Der fliegt. Der kriegt einmal. Das Gedöns. Und dann würde ich nochmal für 4 und ich verliere einen Lebenspunkt Butterbur spielen, der Bree Innkeeper. Der sagt, ist 3-3 und der sagt, dass ich zu Beginn meines Endsteps, wenn ich keinen Food-Token kontrolliere, einen Food-Token erzeugen kann. Momentan habe ich 1, ich würde jetzt in meinen Combat-Step gehen, bekomme 2, also bekomme noch 1. Ich habe auch 2 Food Token. Würde diese beiden Food Token das gerne opfern. Ja, 3 eigentlich. Ich wollte gerade sagen. Und ich krieg 6 Leben. Ich krieg einen Soul Ring. Du kriegst einen Soul Ring. Bitteschön. Habe ich gar nicht dran gedacht. Sollen wir jetzt einfach alle für einen Turn alle Soul Rings geben? Gebt ihm ja. Mist, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich krieg einmal Leben. Jetzt, ne? Würde dann aber zu dir einmal kommen. Mit dem 1-1er, den du nicht blocken kannst, und zu dir mit dem Frodo nochmal. Dann dürfte ich eine Karte ziehen, darf eine abwerfen. Wir verlieren wieder gut Leben.
Darf noch eine Karte ziehen. Jetzt würde jeder nochmal 3 Leben verlieren. Zusätzlich zu dem Commander Damage. Also du kriegst den Commander Damage um 1, 2, 3. Mhm. Du kriegst 4 Leben dann insgesamt wegen 1. Ne, mehr. Dann verliert jeder nochmal, also hier drüber 3, each opponent loses 1, 2, 3 auch für dich und für dich nur 3. Cool. Dann gehe ich in meinen Endstep, kriege einen Food Token und Gollum sagt, dass du so viel Leben verlierst, wie ich Leben bekomme. Also 6. Warum ging das nicht? Weil er nur bei dir oder ihm durchkommt. Ja. Weil du jetzt einen Soul Ring hast. Und du hast einen Soul Ring, ja, der kostet dich 6 Leben. Okay, ja, bin ich fertig. Ja, dann tippe ich mein Soul Ring. Du bist bei 47 Leben. Wir sind bei 19 das und 13. Mhm. Ja. Können wir uns mal bitte 3 Runden verbinden? Müsste. Also die, das Board muss weg. Ja, das Board muss weg. Das müsste weg. Guck, geht das ins Spiel? Achso, warte mal, ich krieg ja noch mal. Euch eh nichts. Dings. Und dann? Geh ich da drauf. Dann verliere ich lieber so. Für 2 beliebig nehme ich den Rüstig mal kurz seinen Ball aus. Gehe mal Combat Step. Mhm. Und jetzt kann er nicht geblockt werden. Deswegen komme ich bei 5-5 bei dir vorbei. Dann triggert seinen Effekt und ich banische deine Fledermäuse. Kannst du banischen? Das ist, wenn er angreift. Gespielt. Die gehen dann weg. Also ich lese aber vor. Whenever Colossal Whale attacks, you may exit target creature defending player controls until Colossal Whale leaves the battlefield. Okay, der bleibt also bei dir. Genau. Kannst du einfach da zum Enchantment dabei legen. Ja. So, damit habe ich nämlich mich beteiligt bei der Gruppenverteidigung. Das war mein Beitrag und ich gebe ab. Stopp, ganz kurz. Möchtest du den Soul Ring tappen, nur damit ich mehr Mana bekomme und da vielleicht auch was machen könnte? Die Frage ist, wie viel Leiter ich da drunter? Das ist mir zu vage. Gar nicht. Ich gehe erstmal nur dahin, weil er hat 47, 42 Leben kann. Wir sind bei 19 und 13, also wir haben jetzt nicht so viel. Lass mich mal eben durchrechnen. Mein Commander kostet mich 6. Ich könnte meinen Commander spielen, aber da kann ich meine anderen Sachen nicht mehr durchziehen. Das ist mein Problem. Deswegen lohnt es sich für mich nicht, den Zombie zu tappen. Dann vielleicht Pass. Alex. Vielleicht, wir gucken mal. Du schießt mit denen das und dann nimmst du das. Kann man jemand ein Foto erschießen? Ja, wirklich. Bevor du mit einer Nomine. Ich guck mal, was ich jetzt machen kann. Ich zieh erstmal. Ja. Und dann. Wie viele Karten hast du im Graveyard gerade? Kreaturen. Ich will nur rein. Keine. Ich hab 2. 3 Sorcery, 1 Land. Ich hab 2. Okay, okay, okay. Na gut. Ich spiele für. Soll ich nochmal den Golem durchlesen? Nee. Mhm, ja. Ich spiele erstmal hier. Sie kostet ja jetzt 6, weil sie ein weniger kostet. Oder verlieren die anderen auch Leben. Für ein Plains, ein Mountain und ein Island und dann noch 2. Oh, eigentlich, bitte, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe bei Gollum einen Fehler gemacht. Charge. Hm? Ist egal. Du hättest auch immer Leben verloren und du auch. Hm. Immer wenn, also der Schaden von dem im Spiel bekommen hat, verliert die Leben. Also ihr beiden quasi. Aber ist jetzt egal, habe ich ja nicht gemacht. Du hättest jetzt auch 6 Leben eben verloren. Du hättest eben nochmal 3 Leben verloren. Weil ich. Der war getappt übrigens. Ja, das ist doch, ich vertraue dir jetzt für 3, also ein Plains, ein Mountain, ein Island und 2 beliebige, also 2 farblose. Ja. Spiel ich. Hey, you win. Alles klar. Schieb mal deine Steuerung. Ja, ganz bitte. Kurz, greif mich mal gleich vielleicht an, dass ich Anger sacrificen kann oder blocken kann, dass alle meine Haste bekommen, dann kann ich mit Sauron da schon direkt rüber gleich. Oh, jetzt ist das aber wirklich schon. Ja, also ich sag mal so. Nachdem er mir das erklärt hat. Willst du ausbluten durch die Gollum? Nein. Will ich nicht. War nur eine allgemeine Frage. Habe ich ein Land gespielt? Ich habe keine Ahnung. Schon. Ich weiß es aber nicht. Sonst spiel noch eins. Ich aber würde sogar eher sagen. Nein, ich habe vorhin aber durchgezählt. Hat es nee, ich glaube auch nicht, ne? Nee. Dann spiele ich noch ein Island. Und dann. Das sieht schon geil aus. Gehe ich in meine Combat Phase. Da könnten 3 liegen. Könnten. ach, ich krieg hier nochmal einen Counter auf Doors of Destinies. Das ist so ein until end of your next turn. Genau. Okay, ah, krass. Dann kriegen sie jetzt zurück. Ja. Aber ist das nicht besser, wenn ich
einfach jetzt auf ihn gehe? Nee, weil Sauron dann da noch mit drauf gehen kann, so wie die Orks. Mhm. Okay, ich vertraue dir jetzt einfach mal komplett und greife dich. Komplett mich an. mit ihr hier an, sie hat 6-6, ja. Aber kein Trample oder so. Lass dich durch. Dann blocke ich mit Anger, damit der im Friedhof kommt. Okay, und dann... Bevor du Endturn machst, nur damit es immer gut aussieht, habe ich meinen Soul-Ring. Kannst du dir deine drei Ringe da einmal hinlegen? Boah. Ich sag euch ehrlich, für mich ist das schon gewonnen. Der hat zwei Ringe für gleich. Für mich ja, ist das Spiel gewonnen. Geht da nicht in Endstep? Also End of also next turn. Ja, ich weiß. Okay, krass. Jetzt hast du 6 Mana. Ja, und dann pass turn du bist. Ich mal. Investiere dann, dass die Hobbits leiden. Ja. Ich finde das nicht nett, aber... Ich finde, das ist ein gutes Investment. Jetzt nimmt uns das alle raus cool. Einfach. Ja, ich kann. Ja, das ist das Lustige. Dagegen habe ich mich noch eine Versicherung auf der Hand. Ah. Gegen Hobbits? Dagegen, dass... er jetzt alle auf einmal rausnimmt. Ich überlege auch, was in dem Deck drin ist. Ja, da brauche ich jetzt gar nicht so lange überlegen. Dann also mach das. Reiß mich an mit Sauron. Was macht er denn? 5. Für 5? Also 5 farblose und dann bezahle ich hier ein blaues, ein rotes, ein schwarzes Mana und caste dann Sauron. Genau, wenn der Spell gecastet wird, ermesse ich Orks 5. Das heißt, die Guten sind auf 5. Des Weiteren mill ich 5 Karten. 1, 2, 3, wow, 4, 5. Das lief super. Bring der Kreaturenkarte. Muss ich das machen? So jetzt Anger return a creature card. Und damit ist Hälfte weg. Okay, es kann helfen. Das stimmt nicht mehr, ne? Ich muss es wirklich machen, ja. Ne? Ja, Jungs. Also unsere Investitionen waren umsonst. Alter. Ich will mein Geld zurück. Ey, wie kann ich... Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr habt es versucht. Ihr wolltet euch gegen die armen Hobbits aus dem Auenland, gegen die Beutlins verbünden. Alter, ist das wild. Da ist er wieder, Jungs. Okay. Wir freuen uns. Der kann aber angreifen. Der ist doch super. Dann hätte ich auch einfach gerade besser ihn angreifen. Ja. Ja. Da waren aber wusste es ja nicht, ne, ja, dass das ja, passiert. Klar. Ja. Ja. Ja, was machen wir noch? Wir haben jetzt noch insgesamt 4 Mana offen. Ich war noch nie so enttäuscht. Also ich bin gerade selber wirklich enttäuscht. Es wäre besser gewesen, hättest du Sauron nicht gecastet. Wobei, dazu muss man sagen, er war halt einfach bisher unlucky mit allem, was er gemeldet hat. Er hat nur Länder und so weiter. Aber haben deine Orks nicht? Ah ne, die haben keinen Haste. Nee. Ja, nein. Also denen geht's auch nicht gut. Ja. Was willst du hier noch großartig machen? Weißt du, er hat so ein schönes Board an Polter. Nothing Chief kommt für 4, der tappt für blau, der natürlich für schwarz. If an opponent will draw a card, except the first one they draw in each of their draw steps, instant that player skips that draw and you draw a card. Okay. Auch ganz cool. Ja. Die zweite Karte ziehen? Genau, wenn du zusätzlich... Ja, hab ich ja bald. Genau, dann würde für jede weitere oder nur einmal triggert das? Each of their draw steps. Ach so, in the draw step, okay. Ja. Ja, es war schön, ihr habt mir vertraut. Es tut mir leid, dass ich dir das vertraut habe. Ich darf Ring wieder. Ich darf meinen Ring wieder haben, ne? Ja, viele Ringe gehen jetzt hier wieder zurück. Schon. Ist aber das wirklich so? Ja, es ist wirklich meiner. Ja, okay. Das war wirklich deiner. Dann würde ich gerne eine Karte ziehen. Ich bin sehr traurig. Hashtag scan. Und dann würde ich ganz gerne einen Orchard Strider spielen. Für. Cool. Der macht mir 2 Food Token. Hm. Ja, und jetzt stell dir mal vor, da wir noch Fledermäuse legen, ne? Ja, du hast wenigstens dein Versprechen gehalten. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Sorin ist auch dabei. 2 Food Token bekomme ich. Hey, Sorin wurde getappt. Du kriegst den wieder. Dann bekomme ich, kann ich 2 Marken legen. Wie stark ist die Eowyn? Die ist auf 5, ne? Dann würde ich passen. Ah, ich sag mal so, wenn ihr mir noch. Also, die ist gerade bei 8. Ah, okay, super. 7. Ja. Will ich jetzt mal fairerweise. 1, 2, 3, 4, 5 Mana habe ich noch. Das reicht nicht, aber das reicht, glaube ich, sowieso. Jetzt haben wir es enttappt. Ich würde ganz gerne erstmal in meine Kampfphase gehen. Würde einen Food machen. Ich würde dann ganz gerne für 4 Mana. 4 Food Second. Mhm. Kriegt 12 Leben. Im Unterschluss. Dann würde ich ganz gerne in Combat gehen. Mhm. Deine stärkste Kreatur ist 8. Okay. Ich greife mit dem
Mit dem würde ich ganz gerne angreifen. Auf Attack Declaration. Für insgesamt 4. Rette uns, großer König. Galadriel Ambush. Create X 1-1 Elf Warrior Creature Tokens, where X is a number of attacking creatures. Prevent all combat damage that would be dealt this turn by non-Elf creatures. Okay, dann machen die keinen Kampfschaden. Der Attack-Trigger würde trotzdem gehen. Ich kriege 2 Elfen dazu. Du kriegst 2 Elfen dazu. Ich krieg 3 Elfen, weil ich krieg ja... Sagt der, der gerade schon völlig... Mein Board ohne euch. Und eine abschmeißen und eine Karte ziehen, ne? Das war natürlich jetzt nicht so gut. So, können das jetzt aber auch Leistung sehen. Also ja, ich gebe dir so viel Leistung, wie ich nie in meinem Leben abrufe. Das war echt nicht so gut. Dann gehe ich in mein Endstep, bekomme nochmal ein Food. Und der würde auf 4, 7 tatsächlich gehen. Und dann gebe ich ab. Das hat euch gerettet. So, können das jetzt Leistung, ne? Also das jetzt weiß mal ich natürlich, dass uns das gerettet hat. Und jetzt bin ich tot, weil... Nicht. Ach, ja, doch, wahrscheinlich schon. Na, Alex greift mich noch einmal gleich an. Double Strike, ne? Nee, dann nein. First Strike. Okay. Will ich noch einmal in dich rein investieren oder... Bitte. Glaub mir, mein Turn gleich. Ich mach was richtig Gutes. Wenn für du, uns. Nee, die Sache ist, wenn du generell ein Boardwipe machst, haben wir alle ein Problem, weil dann kommen die Sachen vom Kolossalen alle wieder. Nein. Das würde ich natürlich auch nicht haben. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn seit jetzt sage, aber ich vertraue mal an Sauron. Ich glaub, du musst Sauron. In Sauron vertrauen. Ja, vertraue in Sauron. Du weißt schon, dass der viele falsche Versprechen gemacht hat. Ja. Ey, aber sorry, das ist so zwei rein, Grüne dass ich auf einmal vier und Länder einen beliebigen für Actisan. Alle meine Kreaturen haben mit 6 Proof. Und für ein beliebig und grün kann ich bezahlen und dann kann ich eine Kreatur, die 2 Stunden regenerieren. Ja, du, jetzt haben alle deine Kreaturen X-Proof und du kannst sie regenerieren. Dann gehe ich meinen Combat-Step und ich würde dich nochmal mit einem nicht blockbaren 5-5 Wal angreifen, der deinen Golem exilt. Ja, der geht auch drunter, ne? Du spielst hier einen auf, wirklich. Fürs Team. Politik ist meins. Und dann gebe ich meinen Turn ab. Ja. Ihr wisst schon, ne, dass da auch Grima Schlangenzunge, glaube ich, drin ist, ne? Der ist hier. Oh, die musst du ja, erstmal ziehen. Der ist hier. Okay, ich untap. Kurze Zeitinfo, wir haben noch 22 Minuten. Ja. Okay, draw for turn. Ja, wir hauen eh nur noch drauf. Es ist ein Human, deswegen ziehe ich. Oh, plus 2 plus 2 für Commander, stark. So, dann spiele ich erstmal die Battlefield Forge. Und dann spiele ich natürlich. Ja, und ich investiere alles daran, dass ihr beide überlebt. Und jetzt guckt ihr meine Hand an, hä? Ein Plains und einen farblosen spiele ich den Bastion Protector. Doors of Destiny. Plus 2 plus 2, ne? Trigger. Ja. Dann gebe ich plus 2 plus 2 auf meinen Commander. Ja. Und sie hat Indestructible. Ja. Soll ich das aber, das sollte ich am besten irgendwie kennzeichnen, jetzt so ne? Langsam. Willst du das vielleicht einfach allgemein mal mit diesen Würfel hier kennzeichnen? Ich glaube, da drin müsste sogar ein Indestructible Token sein. Stark. Achso, ich meinte jetzt eigentlich mehr wegen dem plus 2 plus 2 nochmal extra. So, jetzt leg einfach den Schild-Token drauf, der da ist, dann ist das jetzt das neue Indestructible. Schild und nochmal plus 2 plus 2 einfach, ne? Alles klar. Dann. Auf 11. Ich merke einfach, dass ich zu viel Group Park spiele, ne? Ich bin echt einfach für alle da. 54 Leben. Du kannst mich gerne angreifen. Wir müssen. Du kannst es gerne versuchen. Ja, mach ich auch. Aber das reicht mir noch nicht. Ich genau, Alex. Einen Maul Ring. Und dann eins. Sorry. Ich hab den Sorry. 2, 3, 4. Ne, Moment, das sind doch. Genau, für einen Mountain und 4 farblose spiele ich Call for Aid. Gain control of all creatures target opponent controls. Die werden untappt, kriegen Haste. Ja. Ich darf aber nicht den Opponent angreifen. Immerhin. Ich würde dein Board einmal nehmen. Warte, Moment, jetzt muss ich mir gerade mal überlegen. Ganz grob gefragt, wenn er jetzt den Wal übernimmt, kann er damit dem Wal dann auch wieder eine Kreatur klauen? Mhm. Auch also du kannst natürlich auch einfach mit Sauron. Ja, aber das ist halt Sauron-Ball ist einfach zu stark. Also ich nicht mehr Damage darauf, ne? Ich kann die nicht sacrificen. Ach, aber wenn die dann sterben, dann sind die tot, ne? Ja, finde ich schon gut so tot. Naja, ist halt so. Fürs Team, Jungs. Aber die haben jetzt nicht plus, ne? Das haben ja nur die Humans. Oder? Whenever you creatures you control of the chosen type, get this one. Human. Ja. Ja. Nimmst du mein Board? Und ich krieg noch 2 Humans, ne? Und genau, ich kriege noch 2 Human Knights mit Haste und Trample.
Und dann müssen wir mal einmal kurz ein bisschen rechnen, weil ist das schon Overkill? Nee, das wäre Overkill, ja. Ja, ne? Ja. Du willst mich töten. Na, die haben alle plus 4, plus 4. Ja, ja, klar. Auf! Wie viel hast du? 54, ne? Ah, 54, ja. Und du hast noch 4 zum Blocken, ne? Ja. Ich habe noch ein paar Blocker, ja. Erstmal drauf. Ja, das schicke ich da jetzt einfach alles drauf. Okay, ja. Alles. Alles? Ja, ist alles gesagt. Ja, Enger hast du doch bestimmt nichts gegen, wenn der. Falls er stirbt. Also, durchkommen würde. Passiert das denn, wenn der durchkommt? Passiert da was? Trample halt. Und okay, der, wenn mit einer von deinen beiden Kommandanten stirbt. Einer ja, genau. Also 11. 14. Boah. Den könnte ich vielleicht nochmal blocken. Der hat plus 4, plus 4, ne? Ja. 21. Mhm. Den lasse ich erstmal nochmal raus. Die hier sind 6, 6. Genau. Das sind 32. Die ist? Die ist auf 9 plus 2 ist 43. 7. 50. Und plus 4, was ich glaube 6 dann ist. Du weißt schon, was, in der Stift verliert die das, ne? Okay. Ja, hab ich jetzt 50, so gekauft. 57, ne? Das ist verrückt, dass man das aufbringen muss. Um Hobbits zu besiegen. Um die Typen, die sich ein zweites Frühstück da reinzumachen. Ehrlich. Der kommt durch den 13. Ja. Die starken, die muss ich. Ich glaube, dein Boot muss ich fast komplett durchlassen. Wir sind das 6, 11, 27, 34, 41. Warte mal, wie viel Commander-Schaden ist der? Ja, ich habe keins von dem. 11. Double Strike wäre cool gewesen jetzt. Boah. 41 sind das, ne? Schmackofax. 41 ist 4. Mein Board jetzt? Mhm. Das kann sein. Also den Sauron, der ist sehr stark, den blocke ich. Den der hat Trample, ne? Also Trample, den blocke ich natürlich nicht, das ist dann egal. Dann blocke ich auf jeden Fall deinen Commander, den blocke ich schon mal. Mhm. Ein bisschen Schadensbegrenzung machen. Welcher ist denn der zweitstärkste? Vom Schaden her? Ja, also die 7er, 3er dann. Einen davon. Warte, warum sagst du gerade 3-3er? Die haben doch 7-7. 7-7er? Ja, ja. Die 6-4er Ork-Armee. Kannst du das Spellmask auch? Die Ork-Armee ist mir eigentlich egal. Den würde ich ganz gerne, glaube ich, kaputt schießen. Der hat auch, ne? Der hat auch plus 4, plus 4, ne? Ja. Mhm. Den Treasure Nubber kann ich ja. Der hat ja 3-2. Ja, also mein Soaring Guardian. Den block ich so. Ja, das ist aber fürs Feeling nochmal. Dann würde ich den gerne kaputt blocken. Mhm. Und dann würden durchkommen 12. Ja, wenn du die alle blockst, dann sind das 21. 12. 23. 28. Und nochmal 7. 35. Hm. Die Hobbits überleben das. Kriegst du jetzt eigentlich Commander-Damage von ihm durch den Sauron? Ja. Ja. Okay. Die wird separat getrackt. Gut, ist ja immer noch sein Commander. Das heißt, der hier stirbt. Ja, ich brauche nochmal einmal für den Commander, den ich, weil ich der erste nicht bekommen habe. Ja, bin mir sicher. Ja. All das und die Hobbits leben einfach immer noch. Ja, gut. Gegen drei spielen ist schon richtig schwierig. Die Saurians gehen jetzt ziemlich sicher direkt wieder zurück, weil er. Genau. Ja. Die gehen zurück. Dann ist das einmal deiner. Also sicher? Gegen drei spielen ist schon unmöglich mit dem Precon. Die gehen zurück. Muss er dafür auf dem Board sein? Ah, nein, muss er nicht. Ich wollte gerade sagen, er muss mir nicht auf dem Board sein. Du hast, bis zu deinem Endstep sind die. Sein Effekt wird der applied und zu dem Zeitpunkt, wo die durch sind, die applied. Ja. Würde ich jetzt zumindest sagen. Geil. Mhm. Geil, geil, geil. Jetzt sind alle wieder auf gleichen Lebenspunkten. Mhm. Also außer dir. Achso, Und da ist ein offenes Board. Ich dachte auch schon gedacht. Oh nein. Cast Turn. Ja. Darf ich vergessen, die Hobbits können sich relativ schnell wieder hoch mit ihrem zweiten Frühstück. Ja, deswegen. Mach ich ja drauf da. Achso, ich hätte in Response, sorry, den Dings hätte ich gerne in Response noch geopfert, den Birds of Paradise. Das ist für euch in Ordnung und den Food gesackt. Ja, ja, von so drei Lebenspunkte. Ja. So, das ist fein. Jetzt muss man ein bisschen gucken. Wenn ich leg's wieder 22, dann komme ich noch in einen Turn rein vielleicht. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber wäre ich auch sonst noch reinkommen. Das ist auch ganz cool. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Nicht mehr viel. Möglichkeiten. Ja, machen wir es so, wie folgt.
Ich caste einmal die Guten hier. Ich versuche es gar nicht auszusprechen. Müssen wir es opfern, ne? Ja. Ja, jeder muss eine Kreatur opfern. Eine Kreatur? Eine Kreatur. Ist da auch, steht da extra, dass das keine Token-Kreatur sein darf? Oder? At the battlefield, each opponent sacrifice a creature. Kannst du Token? Dann ist ein Token gerne eine. Das ging eher darum, wegen der Ringmechanik. Weil ja, jetzt einer deiner... Genau, Sauron. Genau. Kann jetzt nicht mehr geblockt werden von Kreaturen, die stärker sind. Das war bei Sauron ein bisschen schwierig. Ja. Ja, wohl meine First Strike Commander. Hat ich, genau. 9. Mhm. Wie hast du das gemacht? Irgendwie schön. Ne? Einfach reingeschoben. Ich habe den einfach hier oben reingeschoben. Ja, ich habe die Double Sleeve, das wird ein bisschen schwer. Ich auch. Darf ich es dir machen? Ich habe die von hier unten halten, ne? Deswegen. Aber du kannst das unten sonst gerne rein. Ach, du hast hier von unten reingesleeved. Damit auch nicht nichts drankommt. Okay. Ach, du hast ja dieses klassische Oben-Unten-Prinzip. Ja, klassisch. Ich mach das auch, aber andersrum. Ich habe einmal gesleeved. Das ist aber genauso wie du, wenn ich Double Sleeve. Ja. Genau, der kann jetzt nicht mehr geblockt werden von Kreaturen mit größerer Power. Dann habe ich immer noch, gut, weil ich bekomme 3 Food Tokens. Weil für jedes Sacrificed Creature. Hast du 3 Food Tokens. Also auch wieder Leben, wenn du möchtest. So, dann habe ich noch 6 Mana offen. Und dann mache ich das, glaube ich, wie folgt. Ich caste für alles, was ich noch habe. 3. Wieso habe ich dir meinen Soul Ring gegeben? 4. Ich weiß 6. nicht, was. Caste also, der Tisch hat eine Eigendynamik entwickelt. Ja. In Richtung des Auenlandes. Summons of Sauroman. Ja. Ich ermesse Orks Höhe der Anzahl. Das heißt, ja, die sind jetzt auf 9 dann die Guten. Mhm. Nehmen wir den mal. Die Boys. Also auch 9-9. Genau, die sind auf 9-9. Des Weiteren mill ich dann jetzt auch 9 Karten und ich kann davon ein Instant or Sorcery Spell with Mana Value X or less from among them without paying its Mana Cost eben casten. Okay. Was war X? 9. 4. Okay. Also 4. Tja. 1. 2. Da ist doch schon. 3. Du kannst. Nicht 4. Aber warte mal. Sorcery Spell or Instant. Achso, dann ist nicht GG, so, wir freuen uns, es sind mal wieder Länder. Gut. Wir sind zufrieden. Sind wir das? Nein, sind wir nicht. Und nachgefragt haben. Also, du bist jetzt auf wie viel Leben? 22. Die anderen beiden auf 19. Da ist eine offene Tür. Engels, komm vorbei. Der kann nicht geblockt werden, kann die Sachen wegnehmen. Ich möchte es auch nur an der Stelle erwähnt haben. Ja, der ist der Wahl ist immer. Ach, du darfst ja, sogar also entscheiden, welche du wegnimmst. Ja, ja. Ja, sicher. Ja. Ja, der ist auch aber ich kann den noch mindestens 2-mal regenerieren, wenn der stirbt. Ach, und der hat Shroud oder was? Alle meine Kräfte sind gerade Hexproof. Der ist shrouded und hat Hexproof. Ah, das ist ein Enchantment. Ich dachte, das ist ein Enchantment. Das Ketentum. Ich kann das nur von Steam. Aber im Gegensatz zu ihm kenne ich mich ja nie hoch. Und ich habe, das ist mein Board. Ja, du hast auch einen Teil des Parishioner, glaube ich, drin, oder? Du könntest schon. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe das der kurz zum ersten Mal gesehen. 1-3 ist der gute. Ja. Meiner ist 5-7. Gut, dass ich gefragt habe. 5-7. Warum ist Sauron getappt? Komme ich mit den beiden einmal zu dir. Dann nehme ich 18. Okay, dann bist du auch schon bei 18. Guck mal nach schnell. Schau. Genau. Leider ja. Dann passe ich den Turn. Ich sage Dankeschön. Wir sagen Dankeschön. Gut, dass wir aber alle direkt denselben Opfer haben. Das war schon ein prägender Moment. Ja, ne? Ja. Das ist nicht so schön. Das ist echt nicht so schön. Ich würde ganz gerne einen Teil des Provisioner spielen für 3. Wenn die ins Spiel kommt, darf ich einen Schatz oder einen Food Token machen. Ich mache mir einen Food Token. Dann würde ich ganz gerne für 5 einmal Sunrise casten. 1, 2, 3, 4, 5. Hellsicht 1. Wir haben jetzt für eine knappe Stunde auf die Hobbits eingeschlagen und die leben immer noch. Das ist schon wild. Aber bei eine halbe Stunde. Der hat ja mal einen 12-12 vorne in die falsche Richtung geschossen. Das ist Ansichtssache. Land for Turn. Dann krieg ich noch einen zweiten Food. Wurde es nochmal angesprochen. Ah ne, den Food habe ich ja schon gemacht. Ja. Aber trotzdem Land for Turn, den Food habe ich mir schon gemacht. Und würde dann in meinen Comet Step gehen, kriege ich den zweiten Food Token. Du kannst ja jetzt sogar blocken, ne? Meinen Frodo. Mhm. Das heißt, ich
muss leider zu dir kommen. Ja. Für 5. Ja. Opfer noch meine 2 Foods natürlich für 2 Mana. Krieg 6 Leben. Du kriegst aber 5 Commander-Schaden. Eine Karte ziehen, eine abwerfen. Machen die, wenn du 2 Commander hast, eigentlich einzeln Commander-Damage oder werden die zusammen? Die werden einzeln gewertet. Einzeln, ja. Okay. Ja, und dann ist es, glaube ich, gleich. Jetzt kriegt jeder noch, verliert jeder noch 3 Leben. Also du kriegst einmal die 5 abgezogen und jeder verliert nochmal 3. Mhm. So, 3, 4, 5. Und ich glaube. 10, 11, 16. War es gleich, genau. 10. Bist du auch schon wieder auf 10? Dann bin ich dran, ne? Ja, 6 Leben sind schon dazu gekommen. Dann bin ich. Du hast auch noch 3 Fuß. Ja, du bist. Ja, aber ich hab nie Mana. Ja. Das ist gefährlich. Ja, ist es. Ja, ihr habt euch da in die Falle der Elben locken lassen. Ne? Trau niemals einem Elben, hat Gimli immer gesagt. Das stimmt, oder? Ne? Und dann hat er aber mit Legolas natürlich trotzdem gemeinsame Sache gemacht. War auch gut so, ne? Stimmt. Ja, good friends. Hat geklappt, ne? Für 2. Sie ist tot, okay. Dann tue ich mein Soul Ring. Dann für Wald und Insel. Und für 2 beliebig. Kommt mein Commander wieder ins Spiel? Dann für 2 beliebiger spiele ich Lightning Grave. Die kann ich für nichts kosten equippen. Heißt, mein Commander hat Haste und Shroud. Dann würde ich meinen Kumba deklarieren. Und 10, 10, 11. Komm, wir haben so gut zusammengearbeitet. Ich mach jetzt etwas für die Allgemeinheit. Nein, ich habe jetzt die ganze Zeit mit auf ihn draufgekommen, jetzt muss ich auch mal kurz dafür sorgen, dass es ein bisschen. Nee. Ich komme mit meinem kolossalen Wal bei dir vorbei und ich banische deinen Sauron. Der kann nicht geblockt werden. War wegen. Island Walk und wegen seinem Equipment. Ah. Cool. Hast du einen Island? Nö. Nee, aber er ist trotzdem ausgerüstet und ist deswegen auch nicht blockbar und shrouded. Genau deswegen. Dann schicken wir es auch unten 6-4. Ciao. Und dann bin ich mein Turn. Okay. Das ist, hat er auch Wachsamkeit? Nee. Ach nee, true. Ah, judge. Oh, seid die Person, die das in Sauron die ganze Zeit getappt hat. Also Eowyn wird jetzt, glaube ich, ziemlich böse werden in dem Turn jetzt. Der will nur ablenken, Alex. Ja. Erstmal ziehe ich eine Karte. Das ist ein. Also, ich habe vergessen, ich habe einen Elfen im Spiel gekriegt, ich krieg noch einen Tor. Ja, mach mal. Was ist der Nacht? Ist die 5. Sicher. Irgendwas mit plus 1, plus 0. Nebenbei. Das ist ja kein Mail. Ziehe ich noch eine Karte. Ja. Kannst du nicht und vergessen. Die Demokratie können wir eh ignorieren, weil ich immer noch keinen Ring träge. Echt? Ey, hätte ich eure Sorrings nicht gehabt, hat ich bin immer noch bei 6 Mana. Doch, ja, eigentlich schon. Ja, deswegen musste ich jetzt dich gerade angreifen, weil du kannst auch nicht wieder rausholen. Ich mach gar nichts mehr. Das war ich spiele für ein Island und ein Plains. Den guten Faramir. Jetzt ist immer meine Frage, ne? Der Sauron ist ja indirekt, also er ist ja in die Command Zone zurückgegangen, weil er es ausgewählt hat. Aber rein theoretisch, wenn jetzt der kolossale Wald stirbt, der hätte er als Text, dass die Kreatur. Nein, hätte er nicht runterlegen müssen. Also, okay. Genau. Hätte er entschieden, ihn drunter zu legen, dann hätte wäre er wiedergekommen. Also, genau. Er kann ihn trotzdem casten, jetzt auch wenn. Ja, genau. Er kann ihn halt casten, aber hätte er ihn drunter gelegt, dann hätte er irgendwas gehabt, wo er den Wal geschossen hätte, er seinen Commander kostenlos wiedergekriegt. Ja, aber Aber dann wären halt auch die Fledermäuse und Co. wiedergekommen. Dann wären wir halt alle damit totgeburnt worden, gerade wegen Gollum. Ja. So, sein Effekt: Immer wenn eine legendäre Kreatur mit Mana Value 4 oder größer aufs Spielfeld kommt, werde ich der Monarch. Schön. Und am Ende von meinem Endstep, wenn ich der Monarch bin, kriege ich 2 1-1er Soldier Creature Tokens. Dann spiele ich noch für einen Mountain und 2. Hast du den Treasure Nabber noch? Und für 2 Beliebige. Ah! Hier ist er wieder. Habe ich aber auch erst nachgeguckt, bevor ich reingetappt habe. Also für einen Mountain und 2 Beliebige spiele ich dann noch Erkenbrand, Lord of Westfall. Doors of Destiny geht. Hat er Haste? Nee, ne? Nein. Schön. Er triggert, das heißt, ich werde der Monarch, weil das eine legendäre Kreatur ist mit. Ups. Mana Value 4 oder größer. Wo sind Rohans Reiter? Ja. Ich mal hier hin. Wo war Rohan als die beste von 4? Ne, wo war Gondor, ne? Und dann habe ich ja immer noch ein bisschen Mana offen, ne?
Gibt es jetzt nicht sogar noch eine neue Serie von? Mhm, ja. Neue Staffel. Ringe der Macht. Muss ich noch gucken, ey. Ja, die. Ich mach erstmal Tötze. Ja. Dann gehe ich in meine Combat Phase. Dadurch triggert. Plus 6 plus 6 für alle. Eowyn. Du kriegst nochmal 2. Ich krieg nochmal 2. Soll ich die jetzt einfach so hier? Ja, mach einfach so. Hau drauf. Dann habe ich 3. Wir haben noch 4 Minuten, ey. Und dann. Was hast du denn so? Also ich sag mal so, die haben wahrscheinlich, die haben alle mehr. Ich habe einfach sehr viel Kanonenfutter, was ich da vorwerfen kann. Du hast 3 Blocker. Mhm. Ich bin auf 5. Ich habe 5 Leben. Ich habe, lass mich nachgucken, ich habe 9 Blocker. Aber er hat gerade den Sauron, den müsstest du erstmal wieder casten. Da sind 9 Blocker. Deswegen auf jeden Fall die beiden. Wie viel Leben hast du? 10, ich habe noch 10. Und 3 Blocker. 3 Blocker, die haben alle Trample. Und 8. Das dürfte ja fast schon reichen, ne? Das, wenn du mit allen Blocks. Dann kommen 8 durch. Habe ich noch 2 Leben. Ah, okay. Schmeiß noch jemand nach. Ja, dann schmeiße ich noch irgendwas nach. Dann schmeiße ich. Ah, ne, warte mal. Another human enters the battlefield under your control. Creatures you control get plus 1 das plus 0 until end of turn. Das reicht. Das heißt, dann. Das hat jetzt reichen. Zweimal getriggert bei die beiden aus. Das heißt, die haben. Ja, 10. 10, 8. Dann würde ich mit den dreien auf dich gehen. Und dann gehe ich mit. Eowyn. 16 Leben. 16 Leben? Ja. Also, genau. Jetzt gerade gewinnt Matthias. Ja, dann gehe ich. Mit Rest auf Matthias? Mit Rest auf Matthias. Das ist wie viel? Das sind. Haben die Trampelschaden? Nein. Das sind 4 Angreifer, ne? Das sind 4 Angreifer. Na, ich schmeiß 11-1-1 davor. Ich schmeiß 4-1-1 davor. Dann hast du gleich gewonnen. Ah, die hat er auch noch. Ja. Oh, da habe ich nicht drauf geachtet. My bad. Er ist tot. Ah ne, Moment, bevor ich den Turn passe. Ein Farewell. Ist auch nicht drin. Spiele ich noch für ein Plains und 3 beliebige in den Grey Host Reinforcements. Flying und Ward 3. Und wenn sie das aus Battlefield kommen, darf ich ein Graveyard exilen. Nämlich dein. Was denn? Ich hab eh nichts drin, das ist das Ziel. Ich hatte auch nichts drin, ich habe nur Länder. Und dann kriegt er +1/+1 für jede Kreatur, die da exiliert. Da kannst du einmal exilen. Also das ist eins. +1/+1. Eine Kreatur ist da drin. Ja, das eine Kreatur. Wir haben doch die ganze Zeit Witze darüber gemacht, dass wir nur Länder und nichts da reinfahren. Du kannst dich aber gleich rächen. Du kannst ihn einfach töten, bevor du gehst. Ja, und Pester. Oder du versuchst da vorne was zu machen, aber. Ich hab nicht. Die Sache, du musst das so betrachten. Ich hab dich einlullen lassen von dem Elbenspieler. Du musst das so betrachten, er kann jetzt halt ihn töten und mich dann auch noch in den nächsten Turn töten, weil ich hab halt nichts, was stark ist. Er hat keine Lebenspunkte, er hat keine Blocker. Und da sind 5 Lebenspunkte. Einen Blocker habe ich. Du hast einen Wal, der unblockbar ist. Stimmt. Du hast keinen Turn mehr. Wenn. Das geil, ich jetzt einfach, was du keinen Turn. Ich meine, ich habe einen Blocker. Ach so, das eine Ding da. Ja, warte mal ab. Obwohl, 7, 8, 9, ja, das wird trotzdem nix. Boah. Aber wäre das schlauer gewesen, hätte ich welche behalten? Ach, kannst du im Nachhinein nicht sagen. Also ich sag so einige Sachen. Der Zorn, der auf die Hobbits war zu krass. Ja, ich weiß. Du hast viel schnell gespielt, das war dein Problem, glaube ich. 6. Schaden wir machen müssen, hier vielleicht. Dass da vorher schon was weg ist. Ja. Ja, aber das ist egal. Ich kann dich beruhigen. Ich kann dich wahrscheinlich nicht töten. Ich werde maximal Pascal töten. Also versuchen. Spiel erstmal weiter. Sag das doch nicht, bevor er nicht ich versuche nicht zu gewinnen. Ich bin Gruppenspieler. Du hast gewonnen. Ich bin Gruppenspieler. Ich kann das nicht. Ja. Ich gucke jetzt, was passiert. Genau. Ja, fangen wir erstmal so an für 4. Ja. Die haben heute sogar mal eine Bedeutung. Oh, das ist gut. Ich Revenge of Ravens. 1, 2, 3, 4. Und whenever a creature attacks you or a planeswalker you control, that creature's controller lose 1 life and you gain 1 life. Das ist schon mal gut. Dann für 2 sacrifice ich ein Food Token. Dann habe ich 3 Leben mehr. Bin auf 8. Und mach trotzdem nichts. Sehr gut. GG. Pascal kommt wieder. Damit sind wir in Turns. Pascal ist der letzte Turnspieler. Du hast super viele Blocker noch. Hast du was mit Fliegen? Nein. Ich auch nicht. Willst du deinen Flieger behalten? Bevor ich sterbe, nehme ich sonst den Flieger raus. Ah, ich war der Monarch. Da kannst du doch eh nichts mehr machen. Flieger hin oder her.
Ja, ich muss. Er kriegt dann nochmal zwei Humans, so die kriegen plus 2 plus 0, alle, das ist. Voll drauf, ja. Und dann ist es so. Gut. Das ist, da? Wie es ist. Nein. Der Flieger kommt zu dir ja. mit 4-4 und der Rest geht zu an die Trampe? Ne, aber die Ork-Armee ist auf 9-9. Ja, die blocken. Stimmt. Ja, dann kommt wie viel Schaden durch? 5, ne? Yes. Ich bin noch drin, Jungs. Du bist eigentlich noch drin, ja. Dann passe ich den Turn. Und du musst jetzt gucken, wie du es zu Ende spielst. Ja, aber das reicht doch. Das kannst du erst in 2 leere Boards. Ja, das reicht auch. Mit den beiden gehst du hier rüber und der Rest geht darüber und du pumpst die. Das war's GG. Dann. Nee, reicht nicht. Das reicht nicht, wollte ich sagen. Hm? Um einen Schaden reicht es nicht, weil du kriegst 2 Leben noch. Aber du, doch, es reicht schon. Könnte mich jetzt mal entscheiden? Es reicht, weil also du könntest, wie oft kannst du das machen? Einmal, ne? Ich habe 8, 9 Mana. Es reicht, weil du machst die 9 Mana, buffst die alle plus 2, alle Elfen. Dann geht der, sorry, dass ich jetzt mal machen, der würde zu Kali gehen, die anderen würden rübergehen. Kein Blocker. Die Sache, das sollte ich das so oder so gespielt haben. Ja, wahrscheinlich, ja. Es reicht. Ja. Machst du das auch so? Ja. Nein. Ja, dann hat die Runde ein Ende gefunden tatsächlich. Ich hoffe, ihr habt genauso wie ich gelitten und die Hobbits gelitten haben unter der Oppression durch Sauron und die Elben, die hier am Tisch vorgehen standen. Kleiner Scherz. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir konnten endlich mal wieder die Herr-der-Ringe-Decks auspacken. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ansonsten geht jetzt relativ schnell gleich die zweite Runde los. Wir sagen von hier aus erstmal auf Wiedersehen und wünschen euch noch einen Dankeschön. Wünschen euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.